Joho und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Sims Mittelalter, Annes ganz besondere Zeitreise. Eine neue Quest wartet auf uns und haben wir etwas Neues dazu bekommen? 7 mechanische Künste, das ist neu. Die Kunstmechaniken, die 7 mechanischen Künste, waren die Grundlagen eines jeden großen Imperiums. Die meisten konnten in ihrem Leben nur eine der Künste perfektionieren. Es war Zeit, dass ein Held alle 7 beherrschte. Das ist eine Aufgabe von so einem Schmied, wie passend. Der Schmied hatte bereits eine der 7 Künste perfektioniert. Schmieden. Das war ein hervorragender Start. Können die Schmiedekünste helfen, die anderen Künste zu perfektionieren? In diesem Quest ist ein legendäres Merkmal verfügbar. Na, da bin ich aber mal gespannt. Ja, ob Jordi das hinkriegt? Na klar, kriegt Jordi das hin. Ai, Captain. Die 7 warte, während ich lese, geht ihr euch schlafen. Die 7 mechanischen Künste. Schneiderei, Architektur, Agrikultur, Jagd, Handel, Kochen und Schmieden. Schmiedegeselle Jordi beherrschte bereits eine der Künste perfekt, aber er wollte mehr. Eines Nachts, nach ein paar Gläsern Bier, verkündete er, »Ich werde eine schwere Aufgabe in jede Kunst abschließen. Nach jedem Erfolg schmiede ich unter Anwendung des Gelernten ein Abzeichen, um zu zeigen, dass ich diese Kunst beherrsche.« Heute würde die Herausforderung beginnen. Jordi ließ eine Handvoll Samen in seine Tasche gleiten. Die sind für die Kunst der Agrikultur. Ich muss nur noch herausfinden, wie man sie zum Wachsen bringt, dachte er. Aber zuerst sollte ich mein Schmiedeabzeichen herstellen. Ah, ein Schmiedeabzeichen. Ich bin mir noch nicht sicher, wie ich seine Stimme gestalten soll. Er kann aber sich gleich was zu essen machen. Oh ja, jawohl, ja. Was ist da unten los? Oh, Besuch. Hallo, wer ist das? Brunhilda, die Bäckerin. Hallo, Brunhildilein. Schmieden. Habe ich auch noch nie gemacht. Das könnt ihr mal am Morgen gekochter Glibber. Lecker. Darauf hätte ich jetzt so einen Appetit. So, Jordi LaForge hatte ja immer diese typische... Captain, wenn wir die Siliziumkristalle überlasten, wird der Warpkern brechen. Nein, nicht in amerikanischer Akzent, aber ich komme... Wenn ich an ihn denke, habe ich das Bedürfnis, amerikanischen Akzent zu benutzen, denn ich habe die Folgen ja Raumschiff, beziehungsweise Raumschiff Enterprise The Next Generation, muss man das ja nennen, habe ich ja hauptsächlich auf Originalsprache geguckt. Deswegen werden wir jetzt Jordi LaForge mit diesem leicht amerikanischen Akzent sprechen. Erhebt er sich einfach ein bisschen ab von den anderen Charakteren. Der kommt halt aus dem freien Land, das noch niemand entdeckt hat, weil Christoph Kolumbus in dieser Zeit noch nicht so beliebt und bekannt war. Oh, Jordi, machst du lecker Essen? Es schmeckt bestimmt so lecker wie thalaxianische Grünaugensuppe. Ich meine, Glibber. Nilix hätte es nicht besser kochen können. Aber der sitzt ja im Delta-Quadranten als Botschafter. So, dauert das jetzt noch lange? Mach mal hinne. Oh, lecker Glibber, 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 Glibber. Oh, das war leckere Glibber. Hat sehr gut geschmeckt, gefällt mir ausgesprochen. Was hat er denn hier? Schmeckt nach irgendwas. Ja, oh, was er alles herstellen kann. Als Horus Mandragora zum Admiral befördert wurde, erhielt er dieses Schwert als Geschenk vom Gildenmeister Demetrius Landgrab. Es heißt, der Admiral habe einen Blutschwur auf dieses Schwert geschworen, jedem Piraten, halt, das war noch nicht fertig, auf dem Weltmeeren das Licht auszupusten. Angreifen, Gewicht, endlich haben wir auch eine Schmiede, wo wir mal solche Sachen kaufen können. Abzeichen, das ist... Oh, wir müssen Grobi töten, wir brauchen nämlich etwas Grobium. Armer Grobi. Na, dann suchen wir uns eben erstmal ein bisschen Grobium, würde ich sagen. Und vorher könnten wir mal kaputtes Schwert reparieren und bringen. Könnten wir uns mal den Tagesaufgaben widmen. Inventar prüfen. Wie geht's denn? Was hat er denn dabei? Kaputtes Schwert. Kann ich das irgendwie per Drag and Drop da draufziehen? Wie muss ich denn? Und kaputtes Ruderboot. Ja, kann ich das irgendwo an einer bestimmten Stelle reparieren? Gibt es dafür einen bestimmten Amboss, an dem man... Da kann man auch Essen zubereiten. Mann, dem geht's aber gut hier. Da ist sonst kein Material drin. Kannst du es mal mit Kohle füllen? Um hier das Feuer gut anzuheizen. Wunderbar. Und dann schmieden. Repariertes Schwert. Dieses Schwert wurde repariert und kann nun wieder im Kampf eingesetzt. Genau das wollen wir machen. So, jetzt geht's ans Schmieden.
Ja, ich möchte mehr darüber erfahren. Wenn du auf den Schmiedeofen klickst und schmieden willst, erscheint eine Liste aller Objekte, die dein Schmied herstellen vermag. Neue Rezepte können gefunden, gekauft oder beim Erreichen eines neuen Levels freigeschaltet werden. Fahre mit der Maus über ein Rezept, um den Namen des Objekts, eine Beschreibung und die für die Herstellung benötigten Materialien zu erfahren. Erscheint ein Objekt ausgegraut, kannst du in deiner Schmiede oder deinem Inventar nicht alle für die Herstellung benötigten Materialien tutentun haben. Habe falsch gelesen, tutentun. Die benötigten Materialien kannst du haste nicht, bla bla bla. Wenn du alle benötigten Materialien klicke, Objekt bla bla, es erscheint eine Oberfläche mit dem Schmiedefortschritt, das ist das, was mich interessiert, die deinen Fortschritt, den Hitzelevel des Schmiedeofens sowie dein Qualitätslevel des Objekts anzeigt. Der Qualitätsbalken vollzieht die Anzahl der Fehler nach, bevor das Objekt ein Level tiefer sinkt. Zum Beispiel vom ausgezeichneten Qualität zu normaler. Fährst du mit der Maus über den Balken, siehst du die erlaubte Fehler bezahlen, bevor die Qualität nachlässt. Mit der Anfangsqualität des festgesetzten Objekts hängt vom Level des Mieses ab und der Qualität des aktuellen Hammers. Während des Mieses an Video der Hitzebalken, bla bla, Metall schlagen, bevor die Anzeige zu sehr steigt. Ich bin überfordert. Das ist die Qualität. Wo ist die Qualitätsanzeige? Das ist die Qualitätsanzeige. Da ist die Qualitätsanzeige. Können die das nicht umrahmen? Egal. Da ist die Hitzeanzeige. Okay, klick auf dem Amboss und wähle Metall schlagen, bevor die Anzeige zu sehr steigt und zu sehr abgekühlt ist. Ist auch klar. Also nicht im blauen Bereich, immer im orangen Bereich. Okay, gut. Wenn du die Herstellung erst hast, kannst du später fortsetzen, indem du ja, dann heiz mal an. Das ist ja kompliziert, das ist ja richtig, das wird ja jetzt richtig, also das wird ja richtig schwierig, also wow, also. Ja, dann mach mal heißer, ne? Irgendwie ist das nicht warm. Ah, jetzt macht er. Oh, warten wir mal, bis es kurz vom roten Bereich ist. Noch ein Stück. Noch ein bisschen Hitze. Ich weiß nicht, vielleicht ein bisschen klein oben am Fenster, ob ihr das so erkennen könnt, aber wir sind jetzt im mittleren Bereich, immer im mittleren orangen Bereich, weil es ist so unglaublich, dieses Kopf-an-Kopf-Rennen. Jetzt ist es kurz vor dem roten Bereich und jetzt klicken wir auf Metall schlagen. Jetzt dreht er sich um, schnappt sich das Stück Metall, geht zum Amboss und beginnt sofort mit dem Schlagen. Jetzt wird wahrscheinlich der Fortschrittsbalken steigen. Ja, genau, der Hitzebalken ist immer noch im vernünftigen Bereich. Er sinkt jetzt weiter ab auf den mittleren Bereich. Der Hitzebalken ist auf dem mittleren Bereich fast. Aber er hat noch genügend Power, das Metall zu schlagen. Der Fortschrittsbalken hat sich auch ganz gut entwickelt. Nur noch einen Moment lang kann er darauf schlagen. Ehe er jetzt hier in den blauen Bereich sinkt, dann ist das Metall zu kalt und könnte eventuell zerbersten. Ja, das wäre nicht schön. Dann wäre seine ganze Arbeit vorbei. Meine Damen und Herren, wir sind immer noch kurz vor dem blauen Bereich. Der Fortschrittsbalken nähert sich der Mitte, während sich die Hitze weiter dem blauen Bereich nähert. Gleich noch ein Stück weit und jetzt wird das Metall wieder erhitzt. Jetzt wird das Metall wieder erhitzt. Jordi ist zufrieden mit dem, was er getan hat. Die Siliziumkristalle im Ofen brennen ausgezeichnet. Er könnte ja auch die Sensorenphalanx ein bisschen erweitern. Vielleicht würde er dann mehr Metall finden, zum Beispiel ein bisschen Grobium. Dann könnten wir auch bessere Gegenstände herstellen. Ja, Jordi LaForge ist mitten in seinem Element. Er schafft es doch tatsächlich, hier weiter zu erhitzen. Nur noch ein Stückchen. Gleich ist es wieder im roten Bereich mit dem Hitzebalken. Und die Spannung steigt. Jetzt wird wieder Metall geschlagen. Meine Damen und Herren, es ist unglaublich nervenaufreibend. Ich habe noch nie so viel spannende Action erlebt. Und der dreht sich wieder um und geht zurück an seinen Schmiedebalken. Jetzt haut er mit dem Hammer auf das Metall. Es ist unglaublich. Diese Präzision, diese Kraft, diese Energie, wie er mit voller Wucht auf das Metall haut und eigentlich gar nichts passiert, aber das Spiel trotzdem einen Fortschritt verzeichnet. Es ist faszinierend, mit wie viel Power und der Fee er dabei ist. Und jetzt gibt es einen Screenshot. Das ist wunderschön. Und jetzt reißt er nochmal den Mund auf und wunderbar. Wie er das macht. Es ist unglaublich. Ich habe so viel Leidenschaft schon lange nicht mehr in dieser Schmiede-Sportmeisterschaft gesehen. Oh nein, inzwischen ist er wegen mangelnden Glaubens unkonzentriert. Er muss unbedingt zum popetrischen Glauben konvertieren, sonst schafft er seine nächste Schmiedeaufgabe nicht mehr. Hau drauf. Mach's kaputt, Junge. Hau drauf. Feste. Noch ein letztes Mal wird das Metall erhitzt. Ja, das geht nicht anders. Das ist wichtig. Das muss er sich jetzt genauer ansehen. Und Jordi LaForge
erhitzt das Metall. Das erhitzt die Gemüter. Das Publikum ist außer sich. Ja, die Spannung steigt. Hier ist richtig Party. Ich habe so viel Elan auch noch nie gesehen. So, jetzt kannst du wieder Metall schlagen. Dann bist du nämlich gleich fertig damit. Die Qualitätsanzeige fällt immerhin nicht. Aktuelle Qualität normal. Naja, immerhin. Und stirb. Gleich ist er fertig. Nur noch ein kleines bisschen durchhalten. Das Hitzevolumen reicht auch noch aus. Er gibt sich mit seiner letzten Kraft die größte Mühe und hat gleich seine Tagesaufgabe erledigt. In anstrengender Arbeit stellte Schmiedegeselle Jordi ein Objekt der Art repariertes Schwert mit der Qualität normal fertig. Wow, dann kannst du das jetzt gleich mal ausliefern und zwar ihm hier sein repariertes Schwert bringen. Der wird sich sicherlich freuen. Wo ist er denn überhaupt? Am anderen Ende der Welt, natürlich. Und weil wir der Schmied sind und ja nichts Besseres zu tun haben, gehen wir durch die gesamte Landschaft, nur um das Schwert auszuliefern. In der Zwischenzeit drehe ich mich rum, greife ins Regal und schnappe mir ein Red Bull Red Edition. Nein, ich kriege kein Geld für die Werbung, aber es schmeckt so gut. Oh, ein Baum, wow. Die Wache war begeistert, wie schnell ich das Schwert repariert hatte und hat mich für die gute Arbeit 25 Millionen brutal tutetu. Okay, ich trinke mal was, Moment. Was denn jetzt hier? Na, was? Also, Moment, dann muss ich die Dose gleich mal wegstellen. Was? Wer kloppt hier mit wem? Was ist los? Tiernahen, und Pirat Dietrich. Stopp, Dietrich, Pirat, nein, ist noch Dietrich, hallo, ich bin's doch Dietrich. Stopp, du Spasti. So, jetzt hab ich's selber gegeben. Niemand macht sich mit Dietrich hier, ja, witzig, ne? Der Dietrich hat dich schnell vermöbelt. Warum geht's hier? Der Jordi kam mal wieder nach Hause. Was hat er denn hier? Begeistert. Weil er einfach für alles halt. Was ist denn da los? Nur Wut und Hass im Königreich. Ja, liegt an mir, meine Religion verbreitet die Pest. Apropos propetrisches Kloster. Kannst du mal... Die beiden mögen sich immer noch nicht. Religion bitten, dem petrischen Glauben beizutreten. Wenn wir jetzt hier schon unseren Mönch gerade nirgendwo sehen, dann können wir wenigstens zum Metal-Mönch. Och, wer hat denn da Liebesgelüste? So wie du aussiehst, kriegst du nie eine Freundin. Flint, der flotte Falkenler Junge. Oh, nee, Moment, da ist er ja. Was willst du von mir? Ach so, ich soll ja glauben. Ja, kein Thema, ne? Ich bin ja hier, wenn er mich sucht, ne? Ich studiere jetzt mal ein bisschen mit dem Wächter. So. Lieber Wächter, ich hat heute ein Bier, das Ganze ja nicht glauben, das war richtig Schläger. So, ja, da drin wird wieder geklimpert und die schon laut hier, ne? Manchmal, also. Und wann kommt Jordi? Jordi, komm schon! Warp 6! Da ist er ja. Oh, schön. Ja, wer ist denn das überhaupt? Back-back-ditch. Gut, Frau Olympia mit der hässlichen Frisur. Spielt den Luftratten was vor. Ja, so muss ich so pobredische Glauben überreden, tun. Ja, natürlich. Schätze, können wir hier jetzt beten, wir mal ein bisschen zusammen. Und das ist ein bisschen was anderes als die Technik, die du sonst nur so kennst. Jordi ist Peteraner geworden. Jetzt hat er nicht mehr mangelnde Glaubensprobleme. Gab's hier nicht so eine Truhe zum Umziehen? Outfit eines anderen Sims-Plan. Wo war denn jetzt hier die Trulla? Die Trulla ist nicht im Haus, die ist außerhalb des Hauses. Die blöde Trulla kann mir nicht umziehen. Ich hätte die Trulla so gerne umgezogen. Na gut, dann geht er jetzt erstmal nach Hause und macht seine nächste Tagesaufgabe. Halt! Grobium. Grobi? Grobi? Wir müssen einen Grobi töten. Das war ja klar. Hier können wir mal Sachen entdecken. Und dann gucken wir mal, ob wir da eventuell ein bisschen Grobi finden. Ich meine, wir hätten sogar schon mal Grobi gefunden. Wir können auch mal welches kaufen, aber wenn wir schon die Zeit haben, suchen wir doch erstmal nach Grobi. So, Jordi
Hier, weißt du, was Lichtgeschwindigkeit bedeutet? Ja, fall nicht wieder unter Warp. Ehrlich, Mann.